Ich bin jetzt aber schon ziemlich so, ich glaube, eh nie braucht es auch nicht mehr. Rohstoffe sparen, wo es nur geht. Dachte echt, dass es mehr bringt. Dann brauche ich nur noch kleine. Das reicht ja ewig. So. Diesmal hier. Den See überwachen. So. Wir sind auch gleich soweit. Jetzt bin ich gespannt, dann braucht die nämlich nicht mehr. Oh ja. Ja, langsam läuft's. Jetzt bin ich gespannt. Ich brauche hier noch. Neben dem Baum. Ja, da ist auch noch was. Baustelle für Wachturm. Seht ihr, ich wusste doch, dass es nicht reicht. Ja, schon 30 Minuten. Ich dachte, ich hätte jetzt höchstens 20 Minuten gespielt. Jaha. Ja! Mach doch! Dankeschön. Okay. Was? Was sind das? Schwefel? Kenne ich gar nicht. Ist das nicht Schwefel oder? Was ist Schwefel? Was ist hundertprozentig Schwefel? Das kenne ich. Glaube ich zumindest. Ja, dann gehen wir dahin. Geh mal dahin. Ich sehe, wir haben genügend Zeit. Ich hoffe, die werden uns nicht gleich über den Haufen rennen. Ich will nämlich, ich habe noch nicht mal die Nahrungs. Ich habe nicht mal Essen schon beschafft. Ich bin ein ganz schlechter Dings. Kohle, wir haben Kohle, geil. Wir haben ja schon Kohle da. Mann, geht doch da nach oben. Oh Gott, dann wird jetzt. Ach ja, vor allem die Mitarbeiter brauchen Dings. Essen. Okay. Ja, ist ja gut. Wir sind hier. Hier gibt's gleich eine kleine City. Don't panic. More panic. What? Okay. Wir können auch wieder mal. Ich glaube, den, da braucht's echt nicht. Abreißen. Und brauchst dann auch nicht mehr. Wenn wir schon dabei sind, dann ist das nämlich auch schon da. Nee, Moment, das bringt nichts. Das bringt eigentlich Kohle. Also was kann man aus Kohle machen? Eisen? Muss ich mal schauen, was. Kohle. Ah! Ja. Kohle. Eisenschmelze, doch, Eisenschmelze. Nee. Warte jetzt mal. Doch, Kohle braucht. Das ist für Eisen. Okay, auch, gut. Okay, ich denke, das machen wir am besten hier in der Nähe, oder? Ja. Das ist bei jeder Zeit am meisten. Da muss man am meisten nach. Dass dort, ja, ich könnte den jetzt erobern, aber nö, den Scheiß mache ich nicht. Zu wenig Leute. Da opfere ich niemanden, das am besten, also wenn man jetzt hier, ne, so hätte, dann hier, neben dem Turm, die Holzfällerhütte, da das Sägewerk und da das Lager, dass es einen Kreislauf gibt, denn wenn das irgendwo anders ist, dann muss er erstmal das hingehen und das holen und dann der muss das holen, weil bei Siedler 2 war dann jedem Posten hier ein Träger und wenn man das weiß, kann man sich sehr viel Mühe sparen. So. Gut. Das irgendwie. Ja. Ja, Siedler! Leider eine Marke, die ein bisschen untergegangen ist im letzten Jahr. Das letzte war irgendwie Siedler 7. Wo man wählen konnte zwischen. Also man konnte militärisch, religiös oder wirtschaftlich die Mission meistern. Man brauchte eigentlich nur zwei von dreien. Mit großem Slogan, ja, ihr braucht nicht zu kriegen. Also keinen Krieg anzufangen, um alles zu erobern. Man kann auch handeln und man kann die Leute bekehren. Wie in Politik, ha? Nein, Spaß. Aber ja, ich weiß nicht, und dann kam Siedler Online, wurde viel gehypt von Siedler, von Blue Byte, also von, ja, von Ubisoft selber, wurde dann so Ubisoft übernommen.
Ja, aber dann kam es irgendwie, dass man hier so Felder hatte und nur begrenzt bauen konnte. Und ich weiß nicht, das hat mir nicht mehr zugesagt. Aber Siedler waren wirklich sicher ein Jahrzehnt eine renommierte Marke. Und heute so ein. Heute ist es so free to play verkommen. Aber es soll ja wieder Bemühungen geben, dass sie wieder da was aufbauen wollen. Ich fühle mich hier ziemlich unsicher, wenn ich hier keinen Wachturm habe, aber eigentlich ist es ja nicht schlimm. Gut! Wie weit sind wir hier? Überhaupt noch nicht weit. Oh. Hier kommen wir irgendwie nicht voran. Bis es mal der Knoten wieder gelöst ist und dann, sobald hier zum Beispiel dieses Haus steht, geht es dann schnell. Der Rohbau und jetzt wird die Hütte hier aufgezogen, ihr seht. Und ihr seht, wenn Dings ist. Je schlechter der Boden, je mehr zieht sich das. Ne? Das ist einfach so. Ja. Gut, also. Träger, einfache Leute, Träger. Macht man sonst irgendwie nach einem Drittel oder so, nach dem zweiten Drittel der Spielzeit. Aber ich habe jetzt nur ein bisschen Hurti-Hurti gemacht, weil ich hier ein bisschen erst rumgereist bin. Aber ich will eben Wasser. Und sobald wir Wasser haben, dann arbeiten die Dings besser und ja, ich glaube, dich brauche ich gar nicht mehr. Ach, Land einnehmen. Hätte der machen können. Echt? Ah, nö, das geht mir zu langsam. Nein. Warte mal, du bist der Pionier, oder? Nö. Ach, du bist der Träger. Du sollst Träger machen! Junge, nerv mich nicht. Hallo? Der will jetzt da die Grenze ausbauen, aber es geht so abartig lahm. Schade. Kannst du mal aufhören da? Das bringt ja eh nichts. Ach, dann lass es halt. Ecke mich nicht ab mit dir. So, es wäre jetzt schön, dass hier mal ein bisschen vorwärts ginge. Moment. Sieht's blöde aus. Ja, noch genügend Steine, hoffe ich. Ja, noch genug. Ja, noch viel Steine. Der baut noch ein bisschen ab. Aber ein bisschen Zugzwang hier. Das ist eben ganz blöd, wenn man so die Gegner schon sieht, ne? Das ist eben so blöd, dann hat man so automatisch ein bisschen Stress. Mir geht's jedenfalls so. Ich glaube, besprechen wir auch nicht schlimm. Ja, danke. Okay. Na, ah, jetzt geht's voran. Hier wieder das Lager. Okay, sollte ja schon lange fertig sein, aber. Hab zu lange gewartet. Ja, es ist alles ein bisschen mein Fehler hier, sowieso. Hab zu lange gewartet. Oh, du hast hier ganz schön viele Bäume, glaube ich. Das reicht jetzt erstmal, glaube ich. Du kannst ja aber erstmal einstellen. Dann sieht man von lauter Bäumen den Wald nicht, hat umgekehrt. Das. Hä? Achso, sie kann nicht weitermachen. Okay. So, hier ist auch bald vorbei. War noch 6 Steine, boah. Okay, höchste Priorität, ja, höchste Priorität. Dann wird alles hier hingeschifft. Okay. Okay. Eigentlich könnte ich hier schon mal eine Fischerhütte platzieren. Habe ich ja schon. Okay. Gut, dann machen wir es hier. Aber das braucht eben auch, ne? Und sobald das Wohnhaus hier fertig ist, dann ist die Priorität ja weg. Kommt schon, es braucht Steine, Leute. Wo sind denn die Steine? Wo kommen hier? Was ist? Ist ja gut. Keine Panik auf der Titanic. Steine. Noch 3 Steine. Ja, ich sollte nicht mal viel, viel eher
Träge machen, also Wohnhäuser. Das war ein Fehler. Aber also wenn man Soldaten will, ist das Beste, wenn man gleich, wenn man eine Kaserne macht, dann Waffen schon dahinter stellt und genau daneben ein Wohnhaus macht. Dann kommt jeder rauskommt, geht sofort in die Kaserne und hat man innerhalb Minuten hat man dann irgendwie 30, 50 Soldaten, je nachdem wie viel Waffen das man dann schon bereitgestellt hat. Aber es läuft, ich finde es läuft gut. So. Da kommt auch noch mit was. Ja, sie machen es eben nicht schneller. Irgendwie kommt sie nicht in den Sinn, da Maultiere zu benutzen dafür. Das ist noch zu wenig da, keine Ahnung. Nein, ich lasse es mal so. Planier, Bauarbeit, ist schon gut so, ist schon gut so. Noch zwei Steine. Noch zwei Steine. Der ist auch schon fleißig, der ist auch fleißig. Ja, noch zu tun, das ist gut. Jetzt kriegt es auch noch Steine. Ja, Leute, es tut mir leid, aber... Ich weiß nicht, ob ich da auch noch ein Lager hindönen soll. Nö, es reicht da oben eigentlich. Es reicht vollkommen. Da ist auch noch so ein Grab. Alter, was haben wir hier für eine Karte gefunden? Ganz schön fies. Okay, noch ein Stein, komm schon, noch ein Stein. Ein Stein auf dem anderen und... Komm schon. Komm schon, sobald es das gut ist. Könnte natürlich einen Dieb... Man kann natürlich einen Dieb schicken, um dort... Rohstoffe, also wenn die Gold hätten und so und ich unbedingt was brauche, könnte ich dann einen Dieb schicken. Aber wenn der erwischt wird, dann... Die merken natürlich, wenn einer kommt, ne? Das bekommt eine Meldung, hier da Eindringling. Da kommen irgendwie 5 Soldaten, machen... Und dann siehst du nur noch eine rote Dunstwolke aufsteigen und das ist dann nicht gesund für den. Und das war dann nicht gesund. So, jetzt aber. Die fertig gebaut. So. Und jetzt seht ihr ja, wie das rauswuselt. Wie die fleißig sind, ja, man könnte ja einfach Frauen, aber scheinbar sind die schon im Preis inbegriffen. Seht ihr? Einer, zwei, drei, vier, fünf, schlaf ein, sechs, nein, sieben, die gehen jetzt alle hier schön weiterarbeiten. Acht, neun, zehn, zwölf, 11, glaube ich, gibt 20. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Ja. Nee, doch, 30. Okay, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hey, das gibt ja... Gibt das 50? Hätte auch hier nachschauen können, ich Depp. Nee, kann man nicht. Dachte, man könnte. Okay, es gibt 50, also ihr seht, das ist ja... was anfangs da ist. Okay. Und sobald alle Siedler raus sind, kann man das abbrechen und dann hat man wieder... Ne? Ja, ich mach ja! Ja. Da kommen immer noch raus. Und ich habe noch zwei in Auftrag gegeben, also ihr seht, das ist schon... Ne? Was generiert schon? Das sind sicher 50 schon. Oder? Aber keiner mehr kommt, reiße ich die Hütte ab. Gib mir einen Rohstoff. Junge! Wow! Muss ich gar nicht, ich dachte, das sind 20 oder 30. Okay. Okay. Hört nicht mehr auf, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Hat sich wenigstens gelohnt. Ich dachte, man hätte irgendwo mal lesen können, wie viel ich das
Ja, in der Betriebsanleitung, aber denke ich, ab jetzt. Das hört nicht mehr auf. Das hört nicht mehr auf. Und hier kommen noch zwei. Toll. So, jetzt weiß ich gar nicht. Glaube ich. Muss ich jetzt von Hand rekrutieren. Okay. 30% mit Tagen, 30%. Okay. Gut. Soll jetzt auch so gehen, dass die sich selber Arbeit verschaffen? Da kommen immer noch raus. Warm. Also seht, man hat so ziemlich schön hier aufgebaut, wenn man will. Es kommt immer noch raus. Das ist genial. Okay. So. Was können wir uns leisten, dich zu rekrutieren? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es kommt immer noch raus. Es kommt dann immer noch raus. Alter, wie viel sieht das? 100? Sind das sicher schon 70? Es hört nicht auf. Junge, Junge, Junge. Das ist schon geil. Es hört nicht auf. Ich hätte mit 30 oder 40. Ja, jetzt hat es aufgehört. Okay.